Hallo und Gude, wir sind hier wieder bei Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen bei Shogi Banuki. Heute, 5. April, Geburtstagskind des Tages, Timo Hildebrand. Timo Hildebrand! Timo Hildebrand, der Torwart, lange Jahre beim VfB Stuttgart im Einsatz, auch mit deutscher Meister mit denen geworden. Nationalmannschaftskarriere, sehr übersichtlich. Ja, also bei Timo Hildebrand sagt man ja nicht Torwartlegende. Ne? So sagt man bekannter Torwart. Deutscher Torwart. Bekannter deutscher Torwart, das ist ja keine Torwartlegende. Genau. Ne? Nee, obwohl er bestimmt viel Geld verdient hat als Torwart. Er hat, glaube ich, als er jetzt da aktiv war, glaube ich, Pech gehabt, dass so viele gute Torhüter vor ihm waren. Ja, also ich sag mal so. Es war kein schlechter. Auf den Faroe-Inseln wäre auf jeden Fall Legende geworden. Sicher. Also das ja. Ja, aber da wäre ich auch eine Legende gewesen, glaube ich. Du auf den Faroe-Inseln, sagen wir bei ihm. Guck mal, was für eine Spannweite ich habe. Eine Spannerweite, ja. 5. April, Geburtstagskind Timo Hildebrand. Ja. Timo Hildebrand. Und am 5. April 1955 tritt Winston Churchill als Premierminister in Großbritannien zurück, aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Okay. Ja. Winston Churchill. Am 5. April 1896 eröffnete der griechische König Georg I. die Olympischen Spiele der Neuzeit. Ach so. So sah das aus. So sah das aus. Ja, das ist überschaubar. Ja, das ist ja eine Riesenzelle. Also, war Riesen. Also die wer hat das eröffnet? Ich muss noch mal ganz kurz ablesen, bitte. Ja. Der griechische König Georg I. 1896. Georg I. Wahrscheinlich Georgios. Hellas. Hellas Georgios. Und heute Geburtstag hätte auch gehabt Albert R. Brokkoli. Ja, das ist der Macher und der Produzent von den James Bond Filmen. Ja, mittlerweile hat seine Tochter ja das Ganze übernommen, aber er ist jetzt hier mit Roger Moore. Also die Roger Moore Filme fand ich immer scheiße. Ja. Wie mit Sean Connery. Ja. Heißt das Gene Connery oder Sean Connery? Waren immer okay. Ja. Aber Roger Moore Filme fand ich irgendwie als Kind fand ich die super. Habe ich auch geguckt. Ja, aber der einzige James Bond ist Sean Connery. Ja, ich habe auch der Mann mit dem Golden Colt und Octopussy und so, wo ich das gar nicht verstanden habe, warum das Pussy hieß und sowas. Ne? Aber egal, habe ich als Kind alles geschaut. Oh Gott. Aber ich habe das irgendwie nie. Jetzt im Nachhinein finde ich das nicht gut. Ja. Aber der Brokkoli, ja, nicht zu verwechseln mit Rosenkohl. Ja. Der hat andere Filme gemacht. Der hat andere Filme gemacht, genau. Ja. Der Brokkoli, der hat, man sagt auch Broccoli zu ihm. Ha. Wenn man nicht weiß, wie man das ausspricht, sagt man Broccoli. Broccoli. Sagen die Italiener. Ja. Der hat die ganzen Sachen produziert und der hätte heute Geburtstag gehabt. Heute, am 5. April. Brokkoli, der Hildebrand, ja, ist auch so ein Brokkoli. Genau, König Georgios. Ist auch so ein Brokkoli. In Athen. Und dann der andere, der vierte Brokkoli ist der Churchill. Genau. Vier Brokkoli ist heute am 5. April. Das kann man sich ja gut merken. Haut's raus und teilt das Wissen in der Welt. Macht's gut. Cheerio, Sophie.